Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Tech News und ihr seht schon, ja, das Studio ist Geschichte. Hier ist ungefähr die Wand gewesen, wo die alte Studiowand war, weil morgen mein Umzug ansteht. Aber die Tech News dürfen wir natürlich trotzdem nicht verpassen und die wird auch weiterhin regelmäßig kommen. Wenn es euch also hier gefällt, gebt doch gerne den Daumen nach oben und lasst vielleicht noch ein Abo hier. Aber ich würde sagen, wir legen direkt mal los mit der neuen Tech News. Starten wir erstmal mit dem allgemeinen Part und da gibt es heute nur das Asus ROG Ally. Die haben nämlich jetzt ein neues BIOS-Update rausgebracht und was soll man sagen? Man bekommt bis zu 20% mehr Leistung, wenn ihr im 15 und 25 Watt Modus spielt und das bei gleicher Akkulaufzeit. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal eine ganz nice Sache. Asus ist also hinterher, für dieses Gerät weiterhin zu optimieren. Aber wenn wir im Asus ROG Ally sind, dann kommen wir auch direkt logischerweise zu AMD. Und da gibt es einen neuen Treiber und zwar den 23.5.2 WHQL. Der unterstützt nämlich jetzt ganz offiziell auch Diablo 4, was übrigens in den Kritiken sehr gut abgeschnitten hat. Aber es gibt ja noch eine andere Ankündigung, die AMD zum Launch der 7900 XT und 7900 XTX rausgebracht hat, und zwar HyperRX. Und das Ding soll ja Low Latency mit Frame Generation, also das heißt FSR 3.0 und so weiter, zusammenführen. Es war bis zum Ende Juni 2023 angekündigt und es ist bis jetzt noch gar nichts draußen. Weder FSR 3.0 noch das Programm aus den verschiedensten Sachen, die man angekündigt hat. Ich gehe mal fest davon aus, dass demnächst noch was verschoben wird oder AMD, ja, sage ich mal, überrascht uns noch in dem Fall. Der AMD-Bereich ist aber momentan nicht so fruchtbar, dafür umso mehr bei Intel. Denn es gibt ja die aktuelle Computex. Und da haben die ersten Hersteller schon Notebooks mit Intel Meteor Lake ausgestellt. Das ist ja die neue Prozessorgeneration von Intel. Und erst hieß es, ja, Meteor Lake wird nicht für Desktops kommen. Dann hieß es, doch, das kommt für Desktops. Und jetzt heißt es auf einmal wieder, nee, das kommt doch nicht mehr für Desktops. Weil für Desktops wird man wohl die Generation für die nächste Serie dann direkt überspringen und dann wird es ja eine komplett neue Architektur werden. Aber kommen wir erstmal zu Meteor Lake, denn WCCF-Tech konnte sich nun an einem Notebook so ein bisschen ranmachen von MSI und hat ihn mal gebencht und das war ein bisschen enttäuschend derzeit. Mit knapp 4200 Punkten ist das jetzt nicht der Renner, den man erwartet hat, aber man kann davon ausgehen, dass das mit finalen Versionen des Prozessors und des BIOSes natürlich noch besser wird. Mittlerweile hat man auch die CPU-Die-Konfiguration rausgefunden. Es sind 6 Power-Cores und 10 Efficiency-Cores mit insgesamt 22 Threads. Also jetzt wissen wir auch die genaue Aufteilung von diesem Ding. Weiter geht es mit der GPU, die da drauf war. Und zwar konnte man das ein bisschen auslesen und die Specs sind so ziemlich identisch mit einer Arc A380. Aber das ist ja schon mal ganz ordentlich dafür, dass es eine GPU integriert auf einem Prozessor ist. Wenn ihr diese Dinger in Zukunft effizient befeuern wollt, dann braucht ihr aber auch immer die neuesten Treiber und da kommen wir zum Intel Arc 31.0.101.4.3.8.2 und auch hier ist es nichts anderes als ein Feature-Update für Diablo 4 und natürlich Street Fighter 6. Beides hervorragende Spiele und ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen in Sachen Performance-Verbesserung, aber die Unterstützung aller drei Hersteller ist schon gegeben. Und dann kommen wir mal für diese Next-Gen, die anscheinend Meteor Lake im Desktop dann quasi komplett ersetzen soll. Und zwar Panther Lake. Das soll ja die neue Architektur von Intel werden, die wesentlich besser skalieren soll und natürlich auch nochmal effizienter wird. Und Effizienz, das brauchen die Intel-Prozessoren auf jeden Fall. Die sind zwar ziemlich leistungsfähig, schlucken dafür aber auch ganz schön Strom, wenn sie mal richtig gefordert werden. Und wie kommt man jetzt darauf, dass Meteor Lake für den Desktop komplett eingestellt wird? Ja, es ist halt so, dass Intel selbst jetzt sagt, das wird wohl nichts mehr für den Desktop. Dafür werdet ihr die Dinger dann in den Notebooks genießen können. So, kommen wir mal in den Nvidia-Part. Und eine Kuriosität, die ich auf diesen Messen immer finde, ist, dass die ganz großen Hersteller dort sind und auch irgendwelche China-Klone sozusagen. Und zwar haben einige Aussteller GeForce 3070 Karten mit 16 GB RAM ausgestellt. Und die sind ja
offiziell nur mit 8 GB erschienen. Aber dadurch, dass sie relativ einfach zu modifizieren sind, haben sich einige Hersteller gedacht, oh, wir bringen das einfach ins offizielle Grafikkartenserie und stellen die auf der Computex auch aus. Mal sehen, was Nvidia davon halten wird. Viel spannender finde ich da noch eine kleine, naja, Custom Edition der RTX 370. Die hat nämlich einen Umschalter, ob man auf 8 GB oder 16 GB quasi arbeiten will. Und das ist natürlich für Spieler relativ unrelevant. Die wollen natürlich unbedingt eine 16 GB Karte haben. Aber für Tester mit dem kleinen Schalter da hinten könnte das schon spannend werden. Und dass das so einfach ist, dann mit wahrscheinlich zwei BIOS-Versionen zu arbeiten, das hätte ich persönlich auch nicht gedacht. Ob die Grafikkarten jemals offiziell auf den Markt kommen werden, das wage ich zu bezweifeln, aber wer weiß, vielleicht haben wir ja Glück und Nvidia feiert das sogar ein bisschen, indem man sich ja jetzt auch schon gesagt hat, oh, die 4060 Ti mit 8 GB ist dann vielleicht doch ein bisschen dünne. Aber wir kommen mal zur 40er Generation und da starten wir mal mit der PNY 4070 Blower Edition. Und ja, die kommt wieder in einem 2-Slot-Design mit einem Blower-Kühler, der die warme Luft direkt aus dem Gehäuse bläst. Bei so einem kleinen Chip könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass der Kühler nicht allzu laut wird und das durchaus Sinn ergibt, gerade für Leute, die nur ein kleines Gehäuse haben oder aber zu viel Wärme im Gehäuse haben. Viel spannender finde ich, dass am MSI-Stand aber schon die RTX 4060 sichtbar ist. Die gibt es ja noch nicht mal offiziell, die kommt ja erst im Juli raus. Aber gut, die ersten Chips sind offensichtlich schon zur Produktion bereit und stehen auch schon auf der Messe aus. Und zu guter Letzt gibt es noch die kleine Treiber-News. Der Nvidia GeForce Game Ready Treiber 53598 WAQL ist nun offiziell draußen und unterstützt wie die anderen beiden Hersteller erstmal Diablo 4 und auch Street Fighter 6. So, die großen News haben wir durch, aber wir haben noch eine ganze Menge kleine News und auch noch welche zur Computex, also gerne dranbleiben zum Ticker. Erstmal starten wir aber mit Gigabyte, denn da gibt es jetzt ein neues Update und da solltet ihr dringend checken in der Liste, die ich euch unten verlinkt habe, ob euer Mainboard davon betroffen ist. Denn den Update-Prozess des UEFI-BIOS von Gigabyte, der scheint relativ anfällig zu sein und recht einfach zu hacken. Und das ist natürlich ein Problem. Denn es sind 271 Mainboard-Modelle betroffen, egal ob AMD oder Intel. Schaut da unbedingt mal in die Liste rein und zieht euch, wenn verfügbar, schon das passende Update durch Gigabyte. Von BeQuiet gibt es auch neue News und zwar legt man seine Gehäuseserie komplett neu auf. Unter anderem zum Beispiel das 901, das ich immer noch für sehr ineffizient halte, was die Lüftung angeht. Aber auch die kleineren Gehäuseserien wie das 601 bekommen ein Upgrade spendiert und die waren vorher schon gut und werden jetzt anscheinend dadurch noch besser. Genauso wie die neue Straight Power Serie, die Straight Power 12 bekommt nämlich ein Update und erhält ATX 3.0, wo ihr dann auch eure Nvidia-Karte direkt über den 12-Pin-Connector betreiben könnt ohne Adapter und ich finde, das ist mega wichtig. Und zu guter Letzt kommen wir zur MSI, auch die haben ein paar Sachen auf der Computex ausgestellt, unter anderem neue Kühler, die werden bis zu 4,5 Slots belegen. Also wenn ihr ein Full-Size-ATX-System habt, könnt ihr wahrscheinlich unten noch eine Erweiterungskarte reinstecken und der Rest des Mainboards ist belegt. Dafür aber ein paar interessante Sachen, die mit den Kühlern passieren werden. Als allererstes haben wir erstmal ein Dual Fin Array Design. Also das heißt, man mischt Kupfer mit Aluminium, um noch eine bessere Kühlleistung zu erreichen. Wenn wir da noch einen draufsetzen wollen, dann geht es noch um die 3D Vapor Chamber und auch die ist interessant. Und MSI nennt das Ganze das DynaVC und das ist nichts anderes als faltbare Heatpipes mit einer Vapor Chamber. Aber wenn das die Kühlung verbessert, nur her damit. Die Frage ist natürlich, was am Ende so ein Kühler kostet wird und ob die Grafikkarte nicht extrem teuer wird dadurch. Aber extrem teure Preise sind wir ja gewohnt. Zu guter Letzt gibt es noch eine integrierte AIO, ein bisschen ähnlich wie Acer's Predator Design. Aber da muss man auch gestehen, es ist spannend, was sich die Kühlerhersteller alles so einfallen lassen, nur um am Ende dann wirklich irgendwie die Grafikkarten noch kühlen zu können. Hoffen wir mal, dass die nächsten Generationen wieder effizienter werden. So, das war es dann allerdings auch schon mit der Tech-News. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie gesagt, Beleuchtung ist scheiße, Bild ist scheiße, aber ich habe euch die neueste News gebracht und die nächste News wird dann wahrscheinlich schon aus dem neuen Standort sein. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.